Hallo, heute sprechen wir darüber, was geschieht, wenn ihr auf macOS Monterey aktualisiert habt und dann feststellt, dass es euch nicht gefällt oder es auf eurem Mac nicht sonderlich gut läuft. Die Lösung ist das Downgrade zurück zu Big Sur. Aber wie geht das? Bleibt dran und wir zeigen es euch. Noch ein Hinweis. Unter anderem wird es auch um den Wiederherstellungsmodus gehen. Wusstet ihr, dass es für den Start im Wiederherstellungsmodus verschiedene Tastenkombinationen gibt, je nachdem, welche macOS-Version neu installiert wird? Später im Video stellen wir sie alle vor. Und noch etwas, bevor wir beginnen. Ihr solltet immer ein Backup eures Mac besitzen, bevor ihr das Betriebssystem aktualisiert. Am besten verwendet ihr Time Machine, da ihr den Mac damit, wenn nötig, direkt im Wiederherstellungsmodus wiederherstellen könnt. Aber jedes Backup ist besser als gar keines. Wenn ihr Time Machine nicht verwendet, könnt ihr auch das Startvolume klonen, sodass ihr, falls erforderlich, davon starten könnt. Downgrade von Monterey. Der erste Schritt des Downgrades besteht darin, ein Backup des Mac anzulegen. Ja, ein weiteres Backup. Selbst wenn ihr den Mac vor dem Upgrade auf Monterey gesichert habt, solltet ihr jetzt noch ein Backup erstellen. Allermindestens solltet ihr diejenigen Dateien auf eine externe Festplatte kopieren, die ihr seit dem Upgrade auf Monterey verwendet oder bearbeitet habt. In Kürze löschen wir das Startvolume vollständig. Wenn ihr die Dateien nicht sichert, verliert ihr sie also. Ihr könnt sie auch in iCloud, Dropbox oder Google Drive kopieren, wenn es nicht allzu viele sind. Erledigt es gleich jetzt. Ich warte so lange. Wenn ihr einen Intel Mac habt, der vor 2018 hergestellt wurde, könnt ihr euch einen Kaffee kochen gehen oder zum nächsten Schritt springen. Denn dieser Teil betrifft nur Mac-Computer mit Apple-Chip oder dem T2-Chip. Der Schritt ist nötig, weil diese Macs standardmäßig so konfiguriert sind, dass sie nicht von einer externen Festplatte gestartet werden können. Und das müssen wir ändern. Wenn ihr euch nicht sicher seid, findet ihr in der Beschreibung einen Link zu einer Anleitung, wie ihr feststellt, ob euer Mac über einen T2-Chip verfügt. So ändert ihr die Sicherheitseinstellungen, um zuzulassen, dass der Mac von einer externen Festplatte oder einem USB-Stick gestartet wird. Startet als erstes euren Mac neu und haltet Befehlstaste R gedrückt, wenn das Apple-Logo angezeigt wird. Klickt nach dem Start in der Menüleiste auf Dienstprogramme und wählt Startsicherheitsdienstprogramm. Wählt macOS Passwort eingeben und gebt Administratorennamen und Passwort ein. Wählt dann unter Externes starten die Option Starten von externen oder Wechselmedien erlauben. Startet den Mac neu, diesmal normal. Hier sollte man erwähnen, wenn ihr Monterey nicht mehr nutzen wollt, weil euer Mac damit nicht gut läuft, gibt es auch noch einige Möglichkeiten, ihn zu beschleunigen. Unter Umständen ist ein Downgrade also gar nicht nötig. Es gibt eine einfache Möglichkeit, Wartungsroutinen auszuführen, um den Mac zu optimieren. Mit den Modulen für Optimierung und Wartung von CleanMyMac X. CleanMyMac X ist ein zuverlässiges Tool zum Bereinigen und Pflegen des Mac, notarisiert von Apple. Ihr könnt die App kostenlos herunterladen. Der Link ist in der Beschreibung. In diesen Modulen findet ihr viele verschiedene Tools, die Arbeitsspeicher freimachen, Spotlight neu indizieren und Zugriffsrechte reparieren. Die App verrät euch sogar, welche Apps viele Ressourcen beanspruchen, nicht mehr reagieren oder den Mac über Gebühr verlangsamen. Vor dem Downgrade ist sie definitiv ein Versuch wert. Aber zurück zum Thema. Als nächstes erstellen wir ein Installationsmedium, um damit Big Sur auf den Mac zu installieren. Dies ist nicht in jedem Fall nötig. Wenn auf dem Mac beim Kauf Big Sur vorinstalliert war oder wenn ihr zur Version des Betriebssystems downgraden möchtet, die vorinstalliert war, vielleicht Catalina oder Mojave, und ihr einen Intel Mac habt, ist dieser Schritt nicht nötig. Springt zum nächsten Teil, bei Timecode for Next Step. Als erstes braucht ihr einen Download von Big Sur, den findet ihr im App Store. Aber wenn Monterey bereits veröffentlicht wurde, wenn ihr das hier seht, taucht er in der Suche nicht mehr auf. Deshalb findet ihr in der Beschreibung einen Link, der euch zu einer Apple-Seite führt, auf der Installationsprogramme für Big Sur, Catalina und mehr verlinkt sind. Ladet Big Sur herunter und wartet, bis das Installationsprogramm startet. Klickt dann auf das Menü Ablage und wählt Beenden. Das Installationsprogramm für Big Sur sollte sich nun im Ordner Programme befinden. Öffnet unter Programme den Ordner Dienstprogramme und startet das Festplattendienstprogramm. Formatiert mit dem Festplattendienstprogramm eine externe Festplatte oder einen USB-Stick mit mindestens 16 GB als macOS Extended Journaled oder APFS. Benennt das neu formatierte Volume als Big Sur Installer ohne Leerzeichen. Geht zurück zum Programme-Ordner und startet Terminal. In der Beschreibung haben wir einen Terminal-Befehl für euch hinterlegt. Setzt ihn im Terminal-Fenster ein und drückt die Eingabetaste. Ihr müsst außerdem euer Administrator-Passwort eingeben, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Gebt dann den Buchstaben Y ein und drückt die Eingabetaste. Jetzt heißt es warten.
Mit Abschluss des Vorgangs habt ihr ein Installationsmedium für macOS Big Sur. Ihr könnt es jedes Mal verwenden, wenn ihr Big Sur auf einem Mac installieren möchtet. Also bewahrt es gut auf. Okay, jetzt wird es ein wenig unheimlich. Wir löschen das Startvolume des Mac vollständig. Und deshalb sagte ich, dass ein Backup so wichtig ist. Überprüft ein letztes Mal, dass ihr wirklich alle nötigen Dateien auf eine andere Festplatte kopiert habt. Startet euren Mac neu und haltet Befehlstaste R gedrückt, wenn das Apple-Logo angezeigt wird. Wählt aus dem macOS-Dienstprogrammen das Festplattendienstprogramm aus und wählt Fortfahren. Wählt euer Startvolume aus und klickt auf Löschen. Benennt das Volume und wählt APFS oder macOS Extended Journal als Format. Klickt auf Löschen. Schließt das Festplattendienstprogramm nach Abschluss des Vorgangs. Was nun zu tun ist, hängt davon ab, ob ihr Big Sur über eine externe Festplatte installiert oder ob ihr den zugehörigen Schritt vorhin übersprungen habt. Wenn ihr ihn übersprungen habt, geht es so weiter. Startet den Mac neu und haltet Befehlstaste, Umschalttaste, Wahltaste und R gedrückt, um die Wiederherstellung über das Internet zu starten, und wählt die Option, die macOS-Version zu installieren, die auf dem Mac vorinstalliert war. Dadurch wird Big Sur installiert, falls der Mac mit Big Sur geliefert wurde. Wenn er mit Catalina geliefert wurde, wird Catalina installiert und so weiter. Vorhin haben wir erwähnt, dass es verschiedene Tastaturkurzbefehle gibt, um im Wiederherstellungsmodus zu starten, abhängig von der zu installierenden macOS-Version. Nun, das hier ist noch einer davon. Befehlstaste, Umschalttaste, Wahltaste, R. Installiert die Version von macOS, mit der euer Mac geliefert wurde. Der andere ist Befehlstaste, Wahltaste, R, welcher die neueste Version von macOS installiert, die mit eurem Mac kompatibel ist. Diese beiden funktionieren allerdings nur auf Intel Macs. Wenn ihr das Installationsmedium erstellt habt, wird es Zeit, Big Sur damit zu installieren. Schließt das zuvor erstellte Installationsmedium für Big Sur an. Startet den Mac neu und haltet dabei die Wahltaste gedrückt. Wählt in den Start-Volume-Optionen die Festplatte mit dem Installationsprogramm darauf aus. Klickt auf Fortfahren. Jetzt wird Big Sur auf dem Mac installiert. Nach der Installation wird der Mac neu gestartet. Alle Einstellungen sind auf die Standardwerte gesetzt und der Mac fühlt sich wieder vollkommen neu an. Wenn euch das reicht, müsst ihr nichts weiter tun, als die zuvor gesicherten Dateien von der Backup-Festplatte zurück auf den Mac zu kopieren. Wenn alle Einstellungen wieder so wie vor dem Upgrade auf Monterey sein sollen und ihr ein Backup mit Time Machine angelegt habt, könnt ihr die Wiederherstellung direkt mit Time Machine durchführen. So funktioniert's. Startet euren Mac im Wiederherstellungsmodus neu, indem ihr Befehlstaste R gedrückt haltet, wenn das Apple-Logo angezeigt wird. Wählt die Option zum Wiederherstellen aus einem Time Machine Backup. Klickt auf Fortfahren. Wählt das Volume, aus dem das Time Machine Backup gespeichert ist. Klickt auf Fortfahren. Sucht das neueste Big Sur Backup auf dem Volume, also das letzte, das ihr vor dem Upgrade auf Monterey angelegt habt. Klickt auf Fortfahren und wartet, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist. Und das war's. So führt ihr auf dem Mac ein Downgrade von Monterey zu Big Sur durch. Danke fürs Zuschauen und Mitmachen.